Servus Leute, was geht ab? Heute machen wir ein kleines World Guild Battle Video. Ich habe mir ein paar, sag ich mal, Forster Monster bzw. auch Freestar Monster in die Oss ausgedacht. Bzw. Comps, die ich gerne spiele. Genau, hier sieht man auch nochmal die Gegner hier rechts. Das ist gerade EU gegen EU im World Guild Battle bei uns. Ja genau, oben haben wir einmal Manon, Lulu, Chilling, einfach zum Strippen von den Ophelia-Buffs mit dem Jemiah-Reset, dass ich dann halt die Ophelia zuerst kille. Als zweites haben wir Kali, Chloe's Google, das heißt wir tun mit Chloe buffen, mit Kali buffen, Google Rock hochwerfen, dann einmal den Dominic raussnipen und der Google und die Kali müssten dann den Rest machen. Ich weiß nicht, vielleicht holen wir auch die Perna zuerst raus, müssen wir gleich nochmal schauen. Und hier unten einfach, Rina Tank gegen Sarah. Der Ken, müssen wir gucken, was er da genau macht mit den Formons. Deswegen habe ich Juno drin, falls er Juno fokust, dass wir dann Clans haben. Und gegen Nana, Savannah plus X. In der Regel ist es Juno, Perna, Masha, Rakan ist ein bisschen gefährlicher. Da spiele ich gerne diese off. Also Tesarion, Rukuni, Melite. Und für ganz unten haben wir ein bisschen Control eingepackt, Attack bei Absorb und auf jeden Fall jede Menge Multi-Hits gegen den Laika. Mit meinem neuen Maximilian, Clara Ongyuki ist jetzt eine Premium-Off oder eine speziellere Off. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich hoffe, alle Units haben Artefakte. Ja, perfekt. Die Chloe war 5-Star, die kann eh keine Artefakte tragen. Schauen wir mal, wie der erste Fight ausgeht. Ich würde aber behaupten, dass wir die Ophelia zuerst killen. Ich glaube nicht, dass der Jemiah irgendwie auf Crit-Damage oder so ist. Hat jetzt geresettet. Ich tue mal hier kurz hier buffen, dass ich hier keine. Wobei. Passiert eh nichts, also. Zack. Tue ich hier nochmal buffen. Speed Buff. Genau, das ist okay. Muss ich gucken, was der Jemiah macht. Der macht keinen Schaden. Okay, ne. Der Def ist ja wirklich echt nichts. Dann buffen wir das mal. Schade. Nichts gestrippt. Sieht nach High Res aus. Aber wir haben eigentlich genug Heal dabei. Um das zu kompensieren. Jetzt würde ich einmal kurz eventuell den Jemiah anhauen. Nee. Der Rio hat schon geprockt. Wir hauen weiter auf die Ophelia. Ich weiß gar nicht, ob ich Destroy-Rune dabei habe. Ich habe keine Destroy-Rune, aber die haben auch keine Heal, also von daher. Okay, und der Jemiah ist auf Destroy, aber macht halt wenig Schaden. Ja, das ist eigentlich ein recht safer Win. Sollte ein safer Wing sein. Schauen wir mal. Kennen sich noch einmal. Zack. Kann ich hier draufhauen. Jetzt. Ich hoffe, der Chilling strippt gleich. Am besten. Oh, nice. Okay. Das ist gut. Oder auch nicht. Ich kann es nicht so richtig sagen. Versuchen wir mal hier zu stunnen. Schade. Und. Boom. Nice. Sehr gut. Ja, ist einfach nur eine Sache der Zeit. Würde ich mal sagen hier. Weil die Ophelia fällt gleich runter. Ich strip mal nochmal ihm runter. Und gebe ihr einen Slow. Okay, der hat gar geglänzt. Das ist natürlich blöd. Ich nehme mal die Mana wieder hoch. Solange hier keiner gestunt wird oder so, ist eigentlich alles gechillt. Ich strip hier mal weiter schön. Dass ich hier weiter Damage drücken kann. Weil beim Chilling passiert eh nichts mit der Invincibility und so weiter. Er hat ja auch nur einen Ryu-Strip an sich. Und das ist auch nicht gerade so dolle. Genau, ja, und jetzt ist es tot und jetzt kann ich eigentlich Autoplay drücken. Jetzt gehen wir noch in den Jemiah. Ich wollte jetzt nicht mit komplett 5-Stars reingehen. Aber mal gucken, was so geht mit dem Freestar Force. Manon ist jetzt ein 5-Star, aber da hätte ich auch was anderes reinpicken können. Ich hätte auch mit Full Wasser reingehen können, tatsächlich. Weil hier ist halt überhaupt kein Threat, der irgendwie Schaden machen würde. Der Jemiah könnte halt ein bisschen Schaden machen, wenn er auf Crit Damage gebaut wäre. Da wäre es dann auch blöd gewesen, mit Max HP Monster reinzugehen. Weil sein S2 vom Jemiah macht, glaube ich, HP Scaling Damage. Deswegen. Aber unsere Monster haben ja nicht so viel Leben. Lulu 30k, Mana hat 25k und Chilling hat auch nicht so viel. Bin ich gespannt, was hier läuft. Müsste eigentlich alles klappen. Ich hoffe, ich komme durchs Shield und ich hoffe, dass der Dominic nicht so tanky ist. Okay, perfekt, nichts gestrippt, sehr schön. Jetzt kommt das hier.
Zack. Guck mal, ob da auf Revenge oder so ist, ne? Und ich heile mal Hauch einfach aus Sicherheit. Und jetzt ist eigentlich der Dominik tot. Ja. Perfekt, gleich kommt Skogul nochmal dran mit dem Rock. Und dann fällt auch schon der erste Burner wieder. Genau, also ein recht cool auf, wie ich finde. Auch recht safe, außer die Burner rastet jetzt halt komplett aus. Aber die sollte eigentlich den Skogul angreifen, genau. Und ich habe eh gleich wieder S3 ready. Mit der guten Chloe. Und jetzt ist eigentlich... Zack. Eventuell reicht das sogar schon aus. Um die Pölle zu killen. Ich weiß es gerade nicht. Das ist gerade ziemlich close. Closer, wie ich es eigentlich wollte. Aber ist egal. Mein Skogul müsste gleich hier drankommen. So. Und jetzt muss ich nur hoffen, dass die Pölle nicht wieder dreimal blockt. Und dann ist das eigentlich durch. Jetzt kill ich sie einmal. Aber. Und jetzt ist sie eigentlich tot. Ja, perfekt. Jetzt kommt der Skogul Rock gleich nochmal. Also wie ihr seht, ist eigentlich recht easy, wenn da nicht viel Strip dabei ist. Oder ein Single-Target-Strip, der nicht so eine hohe Effektrate hat, wie bei der Burner. Genau. Wo ihr nicht reingehen solltet mit dem Team, ist halt natürlich Stripper. Allgemein, wenn AOE-Stripper im Gegnerteam sind. Molong ist noch ein bisschen risky. Der könnte ein bisschen was runterstrippen. Aber an sich ist das gegen Molong Burner plus X, was nicht strippt, auch jetzt nicht so krass. Meiner Meinung nach. So, jetzt erstmal hier. Okay, ich glaube, wir müssen den Ken rausholen. Aber sehr gut. Zack. Jetzt hatte ich wieder hier Attack Buff. Sehr gut. Stun, maybe? Schade. Aber die Irina lebt noch, von daher. Ist alles gut. Unser Carlos ist noch im grünen Bereich. Und wir können gleich wieder mit der Juno strippen. Zack, zack, zack. Ein Stun wäre mal nice. Schade. Aber jetzt kann ich hier. Selbst wenn die Irina jetzt fallen würde, ist das nicht so schlimm. Zack. Sehr gut. Es geht doch anders, klar. Es war jetzt einfach nur eine, auf die ich hier gepickt habe. Die müsste eigentlich sterben. Das heißt, wir gehen auf die Bastet. Und zack, zack, zack. Und die Bastet wird sterben gegen die Juno. Genau, allein weil ich ihre Buffs wegmachen kann gegen Dots und sie hat kein Healing. Das ist durch, perfekt. Ja, lief bisher wie geplant. Ich glaube, jetzt kommt die Melite-Runde. Genau, wenn jetzt keiner einen Defense Break kassiert, ist eigentlich alles Gucci. Ich gebe mal Meta Ball die Runde, oder? Wobei, ich gebe mal ihr die Runde. Und zack. Ah, schade. Ich hätte doch zuerst Nana angreifen sollen. Aber, kann ich jetzt machen. Und wenn es trifft, ist die Savannah gleich tot. Genau, das ist halt fast. Es ist wirklich idiotensicher, die auf gegen so eine Dev. Weil der Melite kontrolliert hier eigentlich fast alles. Und mit dem Tesario könnt ihr eigentlich sehr, sehr viel rausholen. Ja, und dann zack. Und mit dem Rukuni glänzt ihr halt eigentlich alles weg. Was so an Debuffs kommt. Gerade Defense Breaks, die ihr nicht haben wollt. Ah, ich hätte Nala. Es ist so oder so gewonnen, also ist egal, wen ich zuerst angegriffen hätte. Aber Savannah sollte in der Regel zuerst rauskommen. Oder getötet werden, sagen wir es mal so. Genau, zack. Und das, falls irgendwas doch passieren sollte. Aber wie gesagt, die Off ist recht idiotensicher. Da kann man auch sowas reingehen wie. Wie Perner Dominik eben. Mit dem Wusa. Wobei es schlecht wegen der Immunity. Das wäre vielleicht nicht so gut gegangen, aber wenn da jetzt noch eine Praha gestanden wäre oder eine Annabelle, hätte man das machen können. Auch hier wieder mit. Okay. Oh. Der Leica müsste sterben. Oder
Palti? Oh, Palti? Ne, sie gibt nur Bast. Okay, alright. Ich dachte gerade eben schon, sie heilt oder so. Aber der ist trotzdem tot, glaube ich, ja. Upp. Ja, easy. Hätte man bestimmt auch wieder anders reingehen können. Auch mit einem Tesarion oder mit einem Leo-Tesa. Aber Tesa hatte ich oben schon, deswegen. Im Weggeka kann man halt keine doppelten Monster nutzen, deswegen ist das ein bisschen kritisch. Aber das haben wir gut gelöst mit den Forsters oben und Priesters. Perfekt. Okay. So, wir sind bei der zweiten Runde. Ich habe den nächsten Gegner rausgesucht. Und ich habe hier wieder, ja, ich weiß nicht, ob es gegen den Ming so nice ist, wegen dem Attack, wegen seiner Passiven. Müssen wir gleich schauen, aber ich würde dies einmal nochmal testen mit der Manon. Genau, wir haben auch nochmal Multi-Hit mit Chilling gegen den Laika. Und das sollte recht safe sein, nehme ich an. Wir müssen zuerst, glaube ich, den Ming rausnehmen. Bei dem dritten Match, da oben werde ich outspeeden mit der Clara. Hoffentlich klappt's. Da machen wir wieder Kali, Chloe, Skugul. Und da ist eine Leo-Dev, da gehe ich jetzt mit einer Megan, mit einer Nemesis-Megan rein, hoffentlich. Genau, ja. Da Nem, Lucian und Susanoo für den Darkless dann. Und unten die Odin-Dev tue ich einfach Garo, Rogue, Wörl spielen. Sollte eigentlich schnell genug sein. Ich habe einen Speed-Lead. Ich hoffe nicht, dass der plus 220 Swift ohne Speed-Lead hat, der Draco. Dann, wenn ja, dann wird es eng. Aber ansonsten denke ich, wird es easy sein. Gehen wir mal rein. Ja, ich glaube, zwei Cleaves habe ich, oder? Ich glaube, ich habe zwei Cleaves mit drin. Bei oben, ja. Hier ist halt nur Velagius Strip, was jetzt nicht so schlimm ist. So. Er könnte zwar, er geht auf den Skugul, das heißt, meine Kali wird die Invincibility nicht gestrippt, was echt gut ist. Das ist auch so der Plan gerade. Dagegen sollte es eigentlich auch gut klappen. Schauen wir mal. Ich suche gleich den Fängern gegebenenfalls raus zu snipen. Okay, mein Skogul ist vorher dran gekommen, das ist natürlich ganz schön blöd, aber er wurde attacked, das heißt, ich nehme den Finian eigentlich raus, oder? Ich nehme den Fang raus. Soll der ihn wiederbeleben, dann schmeiße ich den Rock wieder hoch. Die haben halt auch keinen Heal eigentlich, außer den Fengyang S2. Und dann schauen wir mal. Ich greife mal den Taranis an. Vielleicht kann ich hier genug Schaden machen, dass beide vom Rock fallen. Solange er nicht gestunt wird, das Google passt eigentlich alles. Und GG. Nice. Perfekt. Zack. Zack. Vielleicht kann er den Rock nochmal holen. Selbst wenn er jetzt reviven sollte, nochmal blocken sollte oder sowas, ist er halt eigentlich ein Dash. Oder ich kann einfach S2 drücken. Auch ohne Attack Buff. Gut. Dann, wir sind schneller mit der Maximilian. Perfekt. Okay. Alles gut. Der Maxi ist extra auf HP Attack gebaut worden. Also der hat kein Crit Damage spielt, sondern ist hier auf effiziente Runen gebaut mit HP Attack und sowas. Können wir machen. Ich glaube, wir machen sogar das ab, dass wir kein Defense Break vom Panda kassieren. Auf den Chilling eventuell, weil jetzt ist natürlich random, wo er angreift. So, und jetzt kann ich mir seine Bass klauen. Oh, nice. Perfekt. Sehr schön. Er macht trotzdem gut Schaden. Aber er hat zumindest mal keinen Counter-Attack mehr. Chilling ist schon sehr, sehr nice Monster, wie ich finde. Okay. Oh, der ist so Vamp. Huch. Ja, gut. Das ist natürlich krass. Dann wäre mal nice gewesen. Zack. Dann wäre nice gewesen. Oh. Jetzt könnte ich die Tiana blocken. Hat keine Passive ab. Sehr gut. Und jetzt Lulu one-tapped ihn. Schade. Aber ich kann hier nochmal. Hey, ich mag die auf. Also. Der. Ja. Der Lecker sollte uns eigentlich nichts anhaben, wir haben genug Heal dabei. Und unser Chilling macht das über lange Zeit dann. Wir könnten noch überlegen, den Chilling auf Destroy zu bauen. Dann können wir solche Fights auch easier gewinnen. Falls da noch ein Healer mit drin sein sollte.
Ich greife aber mit der Lulu, glaube ich, die Triane an. Ich selbst so. Ah, ich probier's mal. Okay, hat sie geblockt. Okay. Rein. Oh, nice Block von der Mahnung. Und jetzt kann ich eigentlich Autoplay laufen lassen. Genau. Okay. Ja, hier ist nicht mehr viel zu tun. Ich lasse es dann auch im Schnelldurchlauf, ja, durchlaufen, denke ich, im Video. Also, wir sehen uns gleich beim nächsten Kampf. Mir ist gerade ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Der Leo ist gerade auf meinen. Ja. Auf meinen Susanoo gegangen. Ich versuche mal, die zu stunnen. Oh, das war gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Aber ich glaube, wir haben den Fight trotzdem gewonnen. Alright. Also, kleine Misskalkulation von mir. Von meiner Seite aus. Ja, das sollte nicht mehr passieren, denke ich. Passiert mal. Passiert im Besten. Ganz vergessen, dass ich zwei Wassermonster drin habe. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt noch killen kann. Macht die AOE? Oh, okay. Aber das sollte ich jetzt nicht in der Tasche haben. Perfekt. Alright. Dann sind wir mit allen Games durch. Ich glaube, wir haben 10-0, oder? 2x5-0, genau. Wir sind 10-0 raus. Perfekt. So, ich würde nochmal kurz die Runen der Monster zeigen. Ich glaube, das erste Match war Amanon Lulu Chilling. Und der Mann ist auf Vio Wille gebaut. Mit bisschen Defense, bisschen HP ist so ein Crit Damage Build. Speed Crit Damage Defense. Ja, Artefakte hat halt Counter Attack drin. Der Rest ist eigentlich nicht so relevant. Vielleicht noch Minus Schaden von Wind hier an der Stelle. Der war perfekt, kann man noch reinmachen. Genau, ansonsten S1 Crit Damage kann man noch reinmachen. Genau, wenn man ein Crit Damage Build hat. Genau, so dann die Lulu ist meine ganz normale BK Lulu. 100 Res, 20k HP, plus 123 Speed, bisschen Defense, S2 Recovery, also S1, S2, S3 Recovery. Und dann halt Minus Schaden von den jeweiligen Elementen. Hier hätte man tatsächlich Minus Wind machen können gegen Jin Jamaya in der einen Runde. Oder minus Dark gegen den Mi Ying in der anderen Runde, als der Mi Ying auf die Lulu geturnt wäre. Genau, dann noch den Chilling. Der Chilling ist, glaube ich, gar nicht so gut gebaut. Artis sind okay, jetzt auch nicht so krass. Bisschen Add-Damage halt, S1 Accuracy für den Strip. Glaube ich zumindest ist der. Ne, der Strip ist auf dem S3, ne? Oh, guck mal einer an. Da habe ich ein falsches Arti drauf. Können wir dann später wechseln. Gut. Dann hatten wir noch Kali Chloe Skogul. Das ist meine Kali, die ist auch actually nicht so schnell. Das ist meine Solo F5 Kali. Genau. Die braucht eigentlich gar nicht so viel Crit-Rate, weil ich zwei Crit-Rate-Leader habe im Solo-Raid. Aber ich sag mal so, für BK ist es nicht verkehrt, wenn sie ein bisschen mehr hat. Dann Kali Chloe ist einfach nur schnell gebaut. Ich baue auch gerade neue Chloes für diese Off, dass ich die Off zwei, dreimal habe. Das ist einfach nur ein schnelles Swift-Set. Genau, auch ein bisschen auf Tankiness geachtet, dass sie nicht direkt umkippt. Dass sie auch vielleicht ein zweites Mal noch S3 drücken kann. Und der Skogul, den ich hatte, das war der hier, der war auf Wille und Destroy. In dem Setup möchte man eigentlich einen Vamp-Skogul haben, weil er dann auch im Solo-Potenzial hat, falls Kali und Chloe sterben sollten. Gegen den Rest, was da steht. Also normalerweise tötet man ja das Windmonster an sich, dann das Feuermonster und wenn halt noch ein Wassermonster stehen sollte, was die anderen zwei gekillt hat, sollte der Skogul eventuell auf Vamp sein. Um da auch nochmal zu solo'n. Genau, ansonsten Vio wird es wahrscheinlich auch machen oder halt Vio Destroy oder so wie ich, einfach ein Broken Build. Das funktioniert in der Regel auch. Genau, minus Feuer, minus Windschaden hier in der Regel. Hier habe ich sogar noch minus Dark drin. Genau. Ich passe die Artis aber auch an, je nachdem, in was für den Def ich reingehe. Ja, je nachdem, für was für einen Tank ich ihn als nutze halt. Wenn da jetzt halt ein Feuermonster steht, versuche ich da auf eventuell viel mehr Feuer reinzupacken. Wenn da jetzt kein Windmonster drinstehen sollte. Um es einfach ein bisschen safer zu machen. Dann Juno Carlos Rina.
Ja, Juno ist einfach nur Speed, Crit Rate, HP geruht auf Despair Revenge. Und hier, genau, also Artefakte können auf jeden Fall noch besser sein. Minus Damage von Water, dann S2 Accuracy, genau wie dem Strip, und S3 Recovery kann man hier auf jeden Fall nehmen. Der Carlos hier, ja. Durch den Crit Rate Lead hat er 100 Crit Rate in der Regel. Genau. Ja. Artis nicht so gut. S2 Crit Damage möchte man haben. Der ist auch nicht ausgeskillt. Ich müsste mal gucken, ob der Schaden geht, wird safe hochgehen. Vielleicht geht da auch die Cooldown Time runter. Und die Rina ist eine ganz normale Tank Rina gegen Sarah Ryan. Genau, mit Minus Wind. Ganz viel Minus Wind hier drin. Und halt noch S2 Re Recovery. Dann hatten wir noch Tesa Rikuni Melite. Genau, das ist mein Tesarin. Das ist ein Crit Damage Tesarin. Speed Crit Damage HP. Hat hier auch noch ja, S3 Accuracy wegen dem Oblivion. S2 Crit Damage. Unter anderem und halt Minus Wasser- und Feuerschaden, dass er noch ein bisschen was aushält. Genau, gerade wie ich das schon gesagt habe vorhin, wenn dann Defense Break landet auf mir und die Perna oder die Marsha oder sowas mit Nana Savannah turnen auf meinen Tesarion, dann sollte der eventuell ein bisschen Schaden einstecken können, dass der nicht ganz einfach so wegfällt, weil sonst ist es ein 2v3 und dann ist es schwieriger zu gewinnen. Genau, Tesarion und Rukuni war noch drin, ne? Genau, da bin ich auch gerade fleißig am Bauen. Neue Chloes, neue Skogulls, Illusias. Der Rukuni ist sogar nicht auf Nem. Ich würde ihn wahrscheinlich auf Vio Nemesis bauen. Oder Vio Wille sogar. Dass er den Defense Break in der First Round vielleicht nicht kriegt. Genau. Und ansonsten minus Feuerschaden halt. Dasselbe wie bei Tesarin, dass er halt nicht direkt umkippt. Falls der Feuer Damage hier dann doch auf meine Feuer-Units turnen sollte. Der gute Melite oder Malit, je nachdem, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Ich spreche ihn halt Melite aus. Ist hier auf jeden Fall auf Defense HP, bisschen Defense auf jeden Fall, bisschen HP. Den würde ich auch so empfehlen vom Set her: Wille, Shield, Destroy. Der sollte, wenn möglich, 100 Rest haben, dass er nicht provoked wird. Unter anderem, wenn da Monster drinstehen, die Provoke haben. Weil er sein S2 machen muss, um wieder in die Statue zu kommen. Genau, das heißt, er sollte gegebenenfalls auch nicht gestunt werden. Daher 100 Res ist dann eine Empfehlung von mir. Ich müsste meinen dann auch noch umbauen, dass ich auf 100 Res komme. Auf jeden Fall. Um das Ganze safer zu machen, die auf. So, dann hatten wir noch Maxi Clara Ongi. Ich sag kurz die Clara. Genau, 2-2 Speed, Max Accuracy, bisschen Leben, bisschen Attack, bisschen Defense. Ist hier auf Swift Broken gebaut. Kann man auch auf Despair bauen. Ich krieg sie auf Despair leider nicht so schnell. Also der Maximilian, wie ich schon gesagt habe, der ist einfach nur effizient gebaut. Auf HP Attack, Defense Speed und ein bisschen Accuracy hier auf jeden Fall. Und in den Subs bisschen Add Damage HP, Add Damage Attack. Genau, Add Damage Speed. Dann kommt noch der gute Oni, der ist sogar hier draußen. Der muss ein bisschen schneller sein, dass es auch gut gespeedtuned ist mit dem Maximilian, dass er danach turnt. Der braucht nochmal so wahrscheinlich plus 15, plus 20 Speed, dass er nach dem Maximilian turnt. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Artis hat da jetzt ein bisschen Add Damage, glaube ich. S1 Accuracy für den Defense Break. Attack-Up Effekt hat er hier auch, wobei ich in dem Setup keinen Attack-Up Effekt kriege. Aber in meinem Arena-Setup kriege ich einen Attack-Buff, daher habe ich das da drin. Genau, ansonsten, ja, Damage dealt on. Halt. Livestream wäre noch eine Option, könnte man auch noch reinmachen. Genau, da hätten wir noch. Ich guck mal, in der zweiten Runde hatten wir noch Garo Rogue Verde. Wir hatten noch die Lucian-Runde, aber ich glaube, den Lucian Susano Megan muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Die Megan war ja auf Doppel-Nem, das ist mein Susano. Genau, und das hier ist tatsächlich mein Dungeon Lucian für GB12 mit Doppel-Crow, Lauren und Melia. Genau, hat die sehen so aus. Ah, okay, den muss ich nochmal umbauen. Ich glaube nämlich, dass er die Waves so nicht one-shottet. Normalerweise hat er ein anderes Arti drauf. Gut, dann Garo Rogue Verde. Ich sag schon mal an der Stelle, mein Garo sollte auf jeden Fall schneller sein. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil da kein Speed Lead war. Sonst hätte ich den
Rogue nochmal umgebaut, aber das ist der Wörter auf jeden Fall. Der ist auch speed-tuned, dass er dann nach dem Pushback auch wieder drankommt vom Rogue-Team-Up. Und das ist der Rogue, der sollte bei 185 plus sein, wenn man im G1, High G1-Bereich unterwegs ist, dass man da auf jeden Fall nicht outspeedet wird. Und das ist mein Garo, da könnte man gegebenenfalls nochmal auf mehr Schaden gehen. Aber ich habe das genau so gebaut, dass nach dem Rogue der Würde kommt, wobei, wenn der Würde dran kommt, dann pusht er ja auch eher nochmal, dann kann ich mit dem Garo nochmal rankommen. Theoretisch kann ich hier eine Deckprozent reinmachen, um einfach mehr Schaden rauszuholen beim Garo. Genau, das ist der Garo. Ja, mehr Crit-Rolle wäre halt nice. Ansonsten, ja, S2 Crit-Damage wäre halt nice. Ich habe hier ganz viel Life-Drain drin. Aber S2 Crit-Damage ist, glaube ich, trotzdem bevorzugt. Und, genau. Own Turn, also Single Target Crit Damage, wäre noch ganz nice. Oder Crit Damage Lower Enemy HP, sowas in der Art. Genau, das waren die Teams. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich streame immer Montag, Mittwoch und Freitag auf Twitch.tv. Schaut da gerne vorbei, ab 19 Uhr immer. Und würde mich gerne um ein Like freuen. Und natürlich ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und genau, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.